Es sind die beiden großen Kirchenväter, der heilige Paulus und der heilige Petrus. Kein Wunder also, dass viele der bedeutendsten Kirchen der Christenheit ihren Namen tragen. Allen voran natürlich der Petersdom in Rom. Hier soll Petrus seine letzte Ruhestätte gefunden haben. Er starb um das Jahr 67 in Rom den Märtyrertod am Kreuz. In Rom traf er wahrscheinlich auf Paulus, den er schon kannte. Beide waren wohl um die gleiche Zeit im mamertinischen Kerker gefangen. Bis heute gibt es hiervon in Rom ein Zeugnis in Form einer Gedenktafel. Auch Paulus wurde im Zuge der Christenverfolgungen der damaligen Zeit hingerichtet. Ihm zu Ehren trägt die Kirche St. Paul vor den Mauern seinen Namen. Sie ist eine der vier Papstbasiliken. Die beiden Kirchenväter gelten als von Jesu berufene Gründer der christlichen Kirche. Der eine, Petrus, ist der Fels, auf dem der Bau der Kirche in ihrer Gesamtheit gegründet ist. Der andere, Paulus, hat das Wort Jesu in die Welt hinausgetragen und verbreitet. Petrus und Paulus gehören sehr eng miteinander zusammen. Sie sind beide Apostel gewesen in Rom. Sie haben da beide gewirkt, sind da beide gestorben, haben das Martyrium erlitten. Und bereits seit Mitte des 3. Jahrhunderts ist nachweisbar, dass die Apostelfeste Petrus und Paulus zusammen gefeiert wurden. Ein doppeltes Patrozinium wie das von Peter und Paul ist in der katholischen Kirche eher selten anzutreffen. Patrozinium bedeutet übrigens Schutzherrschaft des Patrons, dem die jeweilige Kirche unterstellt wird. Damit gleichzusetzen ist das Patronatsfest, an dem der jeweilige Patron oder Heilige gefeiert wird. Es gibt ja verschiedene Rangstufen von liturgischen Festen, Hochfeste, Feste, Gedenktage, nicht gebotene Gedenktage. Und die wichtigsten Feiertage sind Hochfeste und da gehören Petrus und Paulus sicherlich mit dazu, weil sie unter den Aposteln einfach die bedeutendsten Apostel sind. Wir sagen ja auch, wir sind auf dem Fundament der Apostel und Propheten gegründet, die Kirche. Der Schlussstein ist Jesus Christus selber. Im Augsburger Stadtteil Oberhausen befindet sich mit St. Peter und Paul eine der ältesten Kirchen des Bistums. Um 800 herum wurde die Kirche errichtet, anfangs aus Holz, später aus Stein. Um 1600 war die Kirche zu klein geworden und musste einem größeren Bau weichen. Der Turm, der 1619 von Elias Holl gebaut wurde, ist das einzige, was die Kriegswirren überstanden hat. Die gebürtige Oberhauserin Marianne Schuber weiß alles über ihre Kirche. In ihrem Oberhauser Stadtteilmuseum ist das Wissen über die Geschichte des Orts versammelt. Ich kannte sie nicht vor dem großen Angriff. Da sei sie eine schöne alte Dorfkirche gewesen, ausgemalt von dem großen Maler Josef Anton Huber. Und jetzt ist sie halt eine modernere Kirche, aber es ist ein schöner Raum, der zum Beten einlädt. Ich bin glücklich in dieser Kirche. Am 29. Juni wird das Hochfest Peter und Paul gefeiert. Hier in dieser geschichtsträchtigen Kirche St. Peter und Paul in Augsburg-Oberhausen ist es der Tag, an dem die Pfarrei das Patrozinium feiert. Im Gedenken an die beiden großen Kirchenväter Petrus und Paulus.